Comrades, I'm sorry, some of you are listening to me for the second or third time. Also es tut mir leid, dass einige von euch sie jetzt zum zweiten oder dritten Mal sprechen hören. But it's really my fortune to be here with you in Berlin in the year of the 200th birth anniversary of Karl Marx. Aber sie hat eigentlich wirklich das Glück und die Freude, hier sein zu können in Berlin im 200. Geburtsjahr von Karl Marx. And I'm also fortunate because I get to go back to the United States and share the incredible work that our comrades are doing in Germany and the rest of Europe. Und sie hat auch das Privileg, dass sie in die USA zurückkehren kann mit der Erfahrung, die fantastische Arbeit der SAV-Genossinnen und Genossen weitertragen zu können für die Genossinnen und Genossen in den USA. Especially the work done by our comrades in trade unions and the work done by our women and student leaders. Und vor allem die Arbeit, die wir in Gewerkschaften machen und da ganz besonders die Arbeit in Schülerinnen und studentischen Bereich und da vor allem auch die weiblichen Führerinnen. We have talked this weekend about how Trump's election is not a sign that the US working class is moving to the right. In reality, the overall direction of the US is to the left. Und wir haben an diesem Wochenende auch schon darüber gesprochen, dass der Wahlerfolg Trumps kein Zeichen dafür ist, dass es eine allgemeine Rechtsentwicklung geben würde in den USA, sondern dass die Arbeiterklasse in den USA sich näher nach links orientiert. We have also talked about the Black Lives Matter movement, which began to give expression to the deep anger against brutally racist policing and the vicious oppression under capitalism. Wir haben auch über die Black Lives Matter Bewegung gesprochen, die also einen ersten Ausdruck gibt der großen Wut, die darüber herrscht, dass es eine zutiefst rassistische Polizeibehandlung gibt und auch die Unterdrückung rassistisch motiviert ist. Just this last week, there was a brutal killing of a black man at the hands of the police in Sacramento, California. Und letztes Wochenende gab es in Sacramento in Kalifornien einen weiteren Mord an einem Schwarzen durch Polizeikräfte. Stephon Clark, an unarmed black man, was shot 20 times in the backyard of his grandmother's house simply because he was pulling out his cell phone from his pocket. Also ein unbewaffneter schwarzer Mann wurde 20 Mal in den Rücken geschossen, während er sich im Garten des Haus seiner Großmutter gerade das Handy aus der Tasche nestelte, nur weil irgendwie die Polizisten dachten, der hat eine Waffe. People are outraged. Und die Leute sind fuchsteufelswild. The Me Too collective struggle that Tara mentioned has revealed how sexual violence is stunningly embedded in our society. Und auch die MeToo-Bewegung hat nochmal deutlich gemacht, wie eigentlich unfassbar tief die sexistische Gewalt, also die sexistischen Einstellungen und Gewalt in der Gesellschaft verwurzelt sind. Millions of women in America are saying, it cannot be this way, life cannot be this way, there has to be something better than this. Millionen von Frauen in den USA sagen, das Leben kann einfach nicht so sein oder weitergehen. Es muss doch etwas Besseres geben. After decades of trying to fight to address climate change, environmental activists and even climate scientists themselves have come to the conclusion that the climate crisis cannot and will not be addressed on the basis of capitalism. Und nach Jahrzehnten von anhaltendem Kampf gegen den Klimawandel haben letztendlich auch Umweltaktivistinnen und Aktivisten und auch Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemerkt, dass es einfach nicht gehen kann, unter dem Kapitalismus den Klimawandel wirklich aufzuhalten. There are profound social crises in the neocolonial world. Und auch in der neokolonialen Welt gibt es tiefe soziale Krisen. Of caste violence in India. Also im Kastenwesen basierte Gewalt in Indien. Of endless wars that in addition to bloodshed have caused millions to become refugees. Und nicht endende Kriege, die über die schon genannten Gründe hinaus noch weitere Millionen von Menschen dazu bewogen oder gezwungen haben, zu Flüchtlingen zu werden. Of the hundreds of millions being forced to live at the margins of society in untold desperation of poverty.
und Hunderte von Millionen, die dazu gezwungen werden, an den Rändern der Gesellschaft zu leben, in für uns unvorstellbarer Armut. All this captures the utter failures and absurdity of global capitalism and imperialism. Und all das beschreibt und beweist das komplette Versagen des globalen Kapitalismus und Imperialismus, die also wirklich absurde Ausmaße erreicht haben. The work of Marx and Engels, as others have said, was to lay out the ideas, the framework of scientific socialism, or what came to be called Marxism. Und die Arbeit von Marx und Engels war es eben, die Grundlagen zu legen, wie auch schon andere Genossen und Genossen gesagt haben, die Grundlagen dessen zu legen, was als wissenschaftlicher Sozialismus gelten kann und was eben unter dem Namen Marxismus heutzutage bekannt ist. They were not the first to talk about socialism or communism as a world based on solidarity, on the needs of the many rather than the greed of the few. Und sie waren nicht die ersten, die über die Notwendigkeit von Sozialismus oder Kommunismus gesprochen haben, als Mittel eine Welt zu schaffen, die auf Solidarität und auf den Bedürfnissen der Massen anstatt auf dem auf der Gier von wenigen beruht. But they were the first to explain the logic and dynamic of capitalism in a serious and scientific way. Aber sie waren die ersten, die die Logik und die Funktionsweise des Kapitalismus in einer wissenschaftlich basierten Weise beschrieben haben. Marx's analysis of capitalism has been proven completely correct once again in these years since the 2008 economic collapse. Und die marxistische Analyse des Kapitalismus wurde noch einmal komplett bewiesen in den Jahren der 2008 und fortfolgenden Wirtschaftskrise auf globaler Ebene. Even bourgeois economists have admitted Marx was right. Und sogar bürgerliche Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler haben gesagt oder mussten zugeben, Marx hatte recht. That hasn't made them Marxists, though. Sind dadurch noch nicht zu Marxisten geworden, aber nun ja. Marx and Engels explain how in every class society since the development of civilization a tiny privileged elite rules at the expense of the immense majority. Also Marx und Engels haben erklärt, wie es in jeder Klassengesellschaft dazu kommt, dass eine ganz kleine privilegierte Elite über die übergroße Mehrheit herrscht. In the Communist Manifesto they said the history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Und im Kommunistischen Manifest haben sie eben geschrieben, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte, Klassengesellschaften ist die Geschichte von Kämpfen zwischen den Klassen. That struggles by the oppressed majority are built into the logic of class society and capitalism. Und dass eben die Kämpfe, die die unterdrückte Mehrheit ausfechten wird, ein in die Grundstruktur dieser Klassengesellschaft eingewobene Element ist. Marx and Engels recognized revolution as the engine of progressive change. Aber Marx und Engels haben auch Revolution als Motor einer progressiven Entwicklung anerkannt. But it is not only with revolutionary struggle that there is a vital need to understand Marxism. Aber es ist nicht nur für revolutionäre Kämpfe notwendig, dass wir verstehen, was eigentlich der Marxismus bedeutet. In any serious struggle, whether workers are struggling for a union contract or against police brutality, or even the struggle for a $15 minimum wage, the ideas of Marxism are vital in formulating the path of struggle. In jedem Kampf, in dem es um viel geht, oder sei es der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter für einen Tarifvertrag, oder sei es gegen Polizeibrutalität für einen $15 Mindestlohn, die Ideen des Marxismus sind notwendig, um den Pfad zu einem erfolgreichen Kampf zu verstehen und einschlagen zu können. We have discussed this weekend how in the activist movement in America the primary question that is on people's minds is the battle of ideas between a fighting class struggle based strategy versus a negotiation based strategy that roots itself in talking to establishment politicians and the ruling class. Wir haben an diesem Wochenende auch darüber diskutiert, wie es in jedem Kampf darum geht, dass es eine Auseinandersetzung der Ideen gibt, also ob man jetzt eine klassenbasierte kämpferische Strategie fahren soll oder eine auf Verhandlungen setzende Strategie, die sich praktisch die darauf abzielt, mit dem etablierten Politikbetrieb versuchen, verhandeln zu wollen.
shadow of the ruling class and its interests falls on workers' organizations inevitably. Und wie Marx auch erklärt hatte, werfen die Schatten der Klassengesellschaft die Institution der Klassengesellschaft auch einen Schatten auf die Organisation der Arbeiterklasse. Therefore, the paramount duty of Marxists is to provide the correct leadership away from tactics of collaborating with the enemy class. Und darum ist es eine unserer Hauptaufgaben von Marxisten, dass wir den eine Führung leisten in den Klassenkämpfen, um eben von dem versöhnlerischen Kampfformen wegzuführen. In 1990, as the economies of the former Soviet Union were heading into the so-called shock therapy capitalism. Also in 1990er Jahren, als die Volkswirtschaften der ehemaligen sowjetischen Staaten mit sogenannten Schocktherapie kapitalistischen Maßnahmen verbessert werden sollten. Bourgeois American academic and commentator Francis Fukuyama uttered his famous last words that we had seen the end of history. Hat der bürgerliche Journalist Francis Fukuyama seine berühmten letzten Worte geäußert, dass eben jetzt das Ende der Geschichte erreicht sei. Meaning that the end of Stalinism was the final triumph of capitalism and liberal democracy and the end of all human history. Und er meinte eben, dass das Ende des Stalinismus sei der endgültige Triumph des Kapitalismus gewesen sei und dass jetzt die liberale Demokratie, parlamentarische Demokratie, das Ende der Geschichte und auf Dauer sei. He, the corporate media and the intelligentsia proudly declared that capitalism was a system that had permanently won the ideological and material war against socialism and that there was no alternative. Und er hat ebenso wie auch die ganze bürgerliche Presse erklärt, dass der Kapitalismus jetzt dauerhaft als System gewonnen hätte und dass es keine Alternative mehr auf ideologischer und materieller Seite geben würde zum Kapitalismus. As our international, the CWI, pointed out at the time, these words were both arrogant and short-sighted. Aber wie unsere Internationale auch damals schon erklärt hatte, war diese Einschätzung sowohl arrogant als auch sehr kurzsichtig. It is true that unlike most other trends on the left who failed, we recognize the significance of what had taken place with the collapse of Stalinism. Und wir haben eben im Gegensatz zu vielen Kräften auf der Linken erkannt, was es bedeutet hat, dass der Stalinismus kollabiert ist und was in Zukunft passieren würde. But we also said that capitalism was itself in a period of long-term stagnation and that it would itself undermine its own legacy, or legitimacy. Dass nämlich der Kapitalismus in einer langgezogenen Stagnationsperiode sei und dass er sich selbst praktisch delegitimieren würde mit den Krisenentwicklungen, die es weiterhin geben würde. As we see now, comrades, the social and economic crisis of capitalism is the new normal. The system will never go back to stability. Und Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt erleben seit ein paar Jahren, dass das Krisenhafte das neue Normal ist. Also das System, kapitalistische System, wird nie wieder zur Stabilität zurückkehren. Lenin said that politics is a concentrated expression of economics. Und Lenin hat gesagt, dass Politik eigentlich nur eine verdichtete Form der Wirtschaft ist. We are seeing the crisis of the global capitalist economy expressed in social upheaval. Und wir sehen eben, dass sich die globale kapitalistische Krise darin äußert, dass es überall auf der Welt soziale Aufstände gibt. There are currently many elements that can allow revolutionary change today. Und es gibt viele Elemente in vielen Teilen der Welt, die eine revolutionäre Veränderung der einzelnen Gesellschaften bewirken können. The global economy is in deep crisis. Die globale Wirtschaft ist in einer wirklich tiefen Krise. The ruling parties are in crisis and there are deep divisions among them. Die führenden Parteien sind in einer tiefen Krise und sind zutiefst gespalten in sich selbst. The masses are angry and hungry for change. Die Massen sind wütend und hungrig auf einen Wechsel. Young people are radicalizing.
Junge Leute und die Jugend radikalisieren sich. And yet, there is nothing automatic in this situation. Aber all das muss uns, also, obwohl eigentlich stimmt, ist es auch richtig wahr, dass es keinen Automatismus gibt für eine revolutionäre Veränderung. Despite the absolutely heroic struggles by the Greek working class, the lives of the Greek people remain more than ever in the firm grip of the banks and the billionaires. Trotz des wirklich heroischen Kampfes der griechischen Arbeiterklasse sind ihre Leben weiterhin fest im Griff der Banken und Institutionen und haben sich eben nicht entscheidend verbessert. Syriza ran, saying that they would put an end to the brutality of austerity and stand up to the Troika. Syriza hat einen Wahlkampf gemacht, in dem sie gesagt haben, sie werden sich der Troika der EU widersetzen und diese Misere beenden. But they did not have the perspectives of Marxism. Aber sie hatten eben nicht die Perspektive von Marxistinnen und Marxisten. They did not have the confidence in the working class that they would be able to break with the demands of the European Union. Und kein Vertrauen in die Arbeiterklasse, dass sie es sein könne, die mit den Forderungen oder die Forderung der EU ablehnt und dagegen erfolgreich kämpfen kann. To reach out to Spanish workers and Italian workers and fight for a socialist confederation of Europe and for internationalism. Und sich auch an die spanischen und italienischen Arbeiterinnen und Arbeiter wenden könnte und den Kampf aufnehmen für eine sozialistische Föderation der europäischen Länder. They were not ready to break with the demands of capital and begin carrying out socialist policies. Und sie waren nicht, Syriza war nicht bereit, mit der Logik des Kapitals zu brechen und sozialistische Politiken zu beginnen. They had the naive idea that they could negotiate their way out of the social misery while staying within the limits of capitalism. Und hatten halt die wirklich naive Vorstellung, dass sie die soziale Misere beenden könnten oder angehen könnten, während sie gleichzeitig innerhalb der Beschränkungen und Begrenzungen des kapitalistischen Systems bleiben. Because of all these reasons, Syriza has ended up in a historic betrayal and has failed. Und haben eben, wie gesagt, versucht, weiter zu verhandeln, aber sind damit gescheitert, obwohl sie eigentlich eine riesen Unterstützung hatten in den griechischen Arbeitern und Arbeitern. The Greek workers and youth were ready to revolt 10 times over. But they are now, subjected to more misery and austerity. Also die griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter und die Jugend hätte 10 Revolutionen durchführen können. Aber es ist jetzt doch wieder so, dass sie immer noch in Armut und Armut leben. So you see, comrades, it is not enough to have parties that have socialist or left labels without the program. Also es reicht nicht, dass Parteien sozialistische Slogans oder nur Namen haben und kein revolutionäres Programm. Last year was also an important anniversary, the 100th anniversary of the Russian Revolution. Letztes Jahr war ein weiterer wichtiger Jahrestag, nämlich der 100-jährigen Jahrestages der russischen Revolution. In 1917 in Russia, the Mensheviks and social revolutionaries were tested by great events. Und 1917 wurden eben sowohl die Menschewiki als auch die Bolschewiki durch die großen Ereignisse auf die Probe gestellt. They had already failed the first test of the First World War as they and other social democratic parties betrayed the working class by supporting the ruling classes in their own countries and the slaughter of millions in the war. So, ich habe es falsch übersetzt. Menschewiki und Sozialrevolutionäre wurden getestet und sie hatten schon während des Ersten Weltkrieges die erste Probe nicht bestanden, weil sie und andere sozialdemokratische Parteien auch im Rest Europas die Hoffnungen der Arbeiterklasse verraten haben, indem sie die jeweiligen herrschenden Klassen in ihren Ländern unterstützt haben und damit dafür gesorgt haben, dass das Schlachten des Weltkriegs weitergehen konnte und Millionen gestorben sind. After the February Revolution, they capitulated to the pressures of the capitalist class and failed to end the war. Und nach der Februarrevolution haben sie eben dem Druck der Entente-Staaten nachgegeben und der kapitalistischen Klassen dort und haben den Krieg nicht beendet. They failed to carry out land reform for the peasants. Sie haben keine Landreformen für die Bauern durchgeführt. They failed to address the hunger and demand to carry out the policies of the revolution of the working class. Und sie haben nicht
dem Druck der Arbeiterklasse nachgegeben, um den Hunger zu beenden und die Forderungen nach Revolution durchzuführen. Over the course of 1917, the party of Lenin, which went into the year with the backbone of a revolutionary Marxist organization, was able to win over the confidence of the working class and poor layers of the peasantry. Also und im Laufe des Jahres 1917 war eben Lenins Partei, die als schon mit einem Rückgrat an revolutionären Marxisten und als gestärkte schon bestehende Organisation in diese Ereignisse gegangen war, konnte Lenins Partei dann die Arbeiterklasse überzeugen und auch die ärmeren Schichten der Bauernschaft und so die Ereignisse erfolgreich anführen. To overthrow capitalism for the first time. Und den Kapitalismus zum ersten Mal in der Geschichte zu besiegen. To begin the construction of socialism. Mit dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft zu beginnen. And to fend off the world's great capitalist powers to defend the new worker state. Und die mächtigsten kapitalistischen Staaten abzuhalten, den neu entstandenen Arbeiterstaat wieder zu zerschlagen. We are carrying on that rich tradition in the CWI. Und im CWI, im Komitee für eine Arbeiterinternationale, tragen wir diese herausragenden Traditionen weiter. The working class will need its own parties that have the correct analysis. Und die Arbeiterklasse braucht ihre eigenen Parteien, die mit korrekter Analyse in die Klassenkämpfe eingreifen. The workers' revolution in Russia was the greatest event in human history, but only so far, because there are greater events yet to come. Die russische Revolution war das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte, aber nur bisher, denn es wird noch größere Revolutionen geben. In India. Genossinnen und Genossen, sie ist in Mumbai aufgewachsen, in Indien. Mumbai is like many other big cities in the neo-colonial world that is home to millions of people, tens of millions of people who are born into and live their entire lives in and around landfills and massive garbage dumps. Und wie auch in vielen anderen Megastädten der neokolonialen Welt leben dort wirklich viele Millionen von Menschen, ihr ganzes Leben, sie werden hier reingeholt, leben ihr ganzes Leben in ärmlichsten Slums und wirklich innerhalb riesiger Abfallmüllhalden. Under the burning sun, the smell of these dumps is sickening with dangerous smoke from piles of trash that has spontaneously combusted because of unstoppable rising methane gases. Und also unter der brennenden Hitze der Sonne ist nicht nur der Geruch dieser Müllhaufen schon allein macht einen krank, sondern es gibt auch gefährlichen und gesundheitsschädlichen Rauch von sich spontan entzündenden Abfallhaufen, die Methangase, die also unaufhörlich aufsteigen, in extrem toxischer Weise freisetzen. It is a sort of a hell on earth. Es ist wirklich die Hölle auf Erden. And yet, what stands out when you meet the people is the incredible intelligence and creativity, dignity, kind-heartedness and the sense of community they have built. Und trotz all dieser Bedingungen ist das, was am meisten ins Auge springt, wenn man die Menschen dort leben müssen, trifft, dass sie wirklich sehr, sehr intelligent sind, dass sie kreativ sind, dass sie eine Würde haben und eine Herzlichkeit, die es ihnen auch erlaubt hat, eine wirkliche Gemeinschaft sich dort aufzubauen. Every time I think of it, I feel burning anger at the profound human suffering. Und immer wenn sie daran zurückdenkt, fühlt sie einen wirklich tief aufsteigenden, eine Wut und ein zutiefst menschliches Mitgefühl an deren Leiden. But I also think of the need to fight for a better life for those millions and millions. That is worth fighting for. Aber sie denkt auch daran, dass es eine Notwendigkeit gibt zu geben, zu kämpfen, und zwar für ein besseres Leben für die Millionen und Millionen, die dort leben, und dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen. Applaus
Natürlich ist es nun nicht nur dort eine wirklich extreme Situation. Under the global system of capitalism, the majority of people on every continent work hard every day of their lives, conscientiously, with dignity, and yet they do not have even their basic needs met. Im Kapitalismus arbeitet die Mehrheit der Menschen weltweit jeden Tag hart, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sind ehrlich bemüht, aber es reicht einfach nicht, um die Grundbedürfnisse zu erfüllen, die man als Mensch hat. But as a comrade mentioned, the working class has enormous power to change society by going on strike. Aber wie der Genosse auch gesagt hat, hat die Arbeiterklasse eine riesige Macht, die Verhältnisse zu ändern, und zwar indem sie streikt. We do the work that makes the world run. Wir tun die Arbeit, die die Welt am Laufen hält. The ruling class cannot make a dime in profit without us. Und die herrschende Klasse könnte mit uns keinen Cent Profit machen, könnte ohne unsere Arbeit keinen Cent Profit machen. An organized working class, conscious of its own power, with a revolutionary Marxist leadership, can shut this system down. Die organisierte Arbeiterklasse, die sich ihrer eigenen Macht bewusst ist, kann mit einer revolutionären Führung, marxistischen Führung, dieses System überstürzen. A better world is possible. Eine bessere Welt ist möglich. I hope you will join the CWI and the global working class in fighting for and winning a socialist world, a world where the mass of humanity can finally achieve its full potential. Ich hoffe, ihr werdet euch dem CWI anschließen und der globalen Arbeiterklasse für den Kampf für eine sozialistische Welt. Wir können sie gewinnen. Eine Welt, wo die übergroße Mehrheit der Menschheit endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. What better cause can there possibly be to dedicate our lives to? Was für einen besseren Grund könnte es geben, ihm unser Leben, unsere Leben zu widmen? Solidarity.